Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns direkt sogar bei unserem Camp und wir können einmal ganz kurz versuchen, unsere Kuh zu merken. Das sollten wir eigentlich jedes Mal machen, wenn wir hier sind. Na gut. Ich hab da nie Glück. Gibt's einen Perk dafür? Ich würde dafür ein Level ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Nur um so eine verdammte Kuh einmal zu melken. So, hier sehen wir meine wunderschöne Sammlung. Das ist fake. Der Rest ist cool. Ich hoffe, mit dem Update, mit dem NPC-Update kommen wieder ein paar neue Sachen dazu, die man so sammeln könnte und auch in so eine Vitrine packen kann. Das wäre cool. So, jedenfalls, diese Woche wird wahrscheinlich die letzte Fallout-Woche. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß ja nicht, ob ich das hinkriege mit Atombombe. Auf jeden Fall will ich jetzt langsam die Atombombe angehen. Wir werden die Vault nochmal besuchen, die hier oben. Und unser Bestes versuchen, da reinzukommen. Oh, was ist das denn? Echt bombig. Ein Enklaven-Event. Wir werden auf jeden Fall Vault 94 nochmal besuchen gehen, um zu gucken, wie wir da vorankommen. Weil das letzte Mal waren wir ja ziemlich unvorbereitet und, ja, sagen wir es mal so, nicht wirklich gut. Sag mal, was soll das? Du kannst doch nicht einfach in hier rumballern. Wippalat hier rum. Wieso? Was soll dir der Scheiß? Vor allem, wo hast du hingeballert? Auf meine Kuh oder was? Das ist aber nicht so nett. Naja, jedenfalls, wir werden gucken, wie wir das hinkriegen. Ich möchte jetzt nämlich langsam zum, ich will nicht sagen Schluss kommen, sondern zur Winterpause kommen. Ich denke, das ist eine gute Bezeichnung dafür, denn nach dem Winter kommt ja das NPC-Update und da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Challenges übrig lassen. So die Kleinigkeiten. Wir haben jetzt das Gröbste gemacht, also das, was man erkunden kann, haben wir soweit großartig, glaube ich, gemacht. Einige Orte wird es später wahrscheinlich nochmal lohnen anzugucken, deswegen werden wir da noch nicht hingehen, sondern erst später. Heute brauchen wir erstmal ein Froschhabitat, weil das wollte ich noch machen, auf jeden Fall. So, herstellen. Es kann übrigens auch sein, dass ich zwischendurch noch innerhalb der Zeit zwischen hier und NPC-Update Blutblatt. Noch ein paar Folgen rausschmeißen werde, einfach nur falls es Events gibt, wie zum Beispiel Halloween. Was ich aber für mich ganz, ganz privat gemacht habe, weil ich... Ich hatte ehrlich gesagt Lust, einfach mal entspannt zu spielen. Und hab's einfach gemacht. So, wir wollen heute aber zu Harper's Ferry. So. Da soll anscheinend irgendwo eine Lokomotive sein, dessen Horn wir erklingen lassen können. Ich weiß nicht wo. Wir werden es hoffentlich finden. Bin gespannt. Und vielleicht sogar noch ein Blutblatt, mit dem wir das Froschhabitat zu Ende machen können. Ist echt cool. Wir könnten zwar jetzt noch vorm Winter diese Fragen bei den PCs da im Camp machen für die Challenges. Aber das machen wir auch beim nächsten Mal dann. Weil das ist wirklich mehr Glück als Können, was ist. Ist er das? Ist das die Chuchu-Bahn? Ja, auf jeden Fall sind diese Fragen mehr Glück als Können. Das wäre ja ein bisschen zu einfach, oder? Ja, diese Waffe ist laut, Leute. Du nicht können verstecken. Anscheinend kann man sich mit dieser Waffe nicht verstecken. Von daher, alles richtig gemacht. Das ist die einzige Lokomotive, die ich hier sehe. Was zum Teufel? So, Stefan. Wir gucken, was das da ist. Ein Plakat, was hin und her flackert. Ha, Pfeife erklingen lassen. Das war schwer. Alter, was läuft denn da hinten rum? Jetzt nicht mehr allzu viel. Ha? Ich habe ihn nicht getroffen. Das hat ihn einfach nur nicht gejuckt. Weißt du, schießt in den Kopf, er rennt einfach weiter. Ist klar.
Ich krieg keinen Schleichschaden. Ja, versteck dich doch noch hinter der Laterne. Und ich muss zugeben, Harper's Ferry leckt ein bisschen. Zwar, was ist denn los? Weißt du? Die ganze Zeit ist er ruhig, aber dann schießt du ihn einmal fett ins Gesicht und dann dreht er durch. Ist klar. So, noch jemand hier? Ich sehe, da ist etwas, was wir noch nicht erkundet haben. In die Kläranlage oder whatever. Da gehen wir mal kurz hin. Vielleicht finden wir heute noch ein paar Orte, die unentdeckt sind. Ich glaube, da gab es noch ein paar. Wenn es einen Riss gibt, den wir noch nicht entdeckt haben, gehe ich da nicht hin. Wir wissen alle, wie ein Riss aussieht. Das lohnt sich nicht. Vor allem bin ich mal gespannt, wie diese NPCs auf die Welt reagieren. Ob sie überhaupt reagieren, wenn er jetzt irgendwie... Geil. Oh. Stefan ist OP. Wenn da jetzt eine Brandbestie ankommt oder so, ob sie zurückschießen oder ob ich der Einzige bin, der da irgendwie Damage bekommt. Weil wenn das wirklich so ist, dass ich der Einzige bin, der Damage bekommt, wenn so eine Brandbestie angreift, dann kotze ich Bethesda aber richtig ins Gesicht. Fangen! Ich hätte auch die Waffe wechseln können, aber... Nee, nee, nee. Stefan ist der Größte. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber Flauschi vergewaltigt gerade Shiva. Nein, also vergewaltigen nicht. Er hält sie am Boden fest und meckert, wenn sie sich bewegt. Huch. Was ist das hier? Kann man die Tür begehen? Hier ist noch eine Tür. Wo sind wir hier? Ach, ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir schon drin. Aber das ist jetzt nicht der Ort, den wir gesucht haben, ne? Huch. Ach so, du bist. Nee, der muss hier oben sein. Oh. Wir ziehen uns mal ein bisschen Red Away rein. Kleinen Moment. So viel Zeit muss sein. Und wir haben noch einen Grockner, der Barbar. Oh, den müssen wir noch aufhängen. Irgendwas wollte ich mit dem verdorbenen Zeug machen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ich glaube, Dünger herstellen. Okay, Leute. Ich habe dieses Ding noch nie in meinem Leben gesehen, wieder noch gehört. Für mich heißt es schnappriert. Wie spricht man das denn aus? Snapred? Ist es das? Snapred? Warte, Moment. Gibt es da nicht irgendwas auch von Ratiofarm? Ich meine Google. Moment. Schnappriert. So. Das ist ja nicht mal irgendwie eine echte Pflanze, oder? Das ist doch keine echte Pflanze. Die steht nicht im Duden drin, Leute. Das heißt, ihr könnt einen Teufel tun und mir sagen, wie man das Ding ausspricht. Das ist nämlich ein Fantasy-Objekt und Fantasy-Objekte darf man aussprechen, wie man will. Hä? Ach so! Die Höhlen. Süden. Oh. Oh, ich verstehe. Ja, da waren wir schon. Was ist das? Das Herz des Sumpfes. Ja, da ist natürlich der Riss, den wir schon kennen, ne? Ja, gucke mal. Poseidon-Umspannwerk. Da waren wir noch nicht. Wird wahrscheinlich aber auch nichts viel zu sehen geben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hin will. Aber ich glaube, dann waren wir erstmal überall, ne? Also ich wüsste nicht, wo wir noch nicht waren. Ja gut, hier ist noch White Springs Personaleingang. Da sind wir eigentlich durchgelaufen. Keine Ahnung, warum das Ding grau ist. Ich glaube, wir sind nie reingelaufen da rein, ne? Na gut, besuchen wir das Umspannwerk. Was soll's.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Raketensilo mache. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, weil die Aufnahme wird wahrscheinlich erst übermorgen oder so stattfinden. Soll ich auf regulären Wege die Atombombe starten, das heißt mit Dechiffrieren und hast du nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung, was ich dafür machen muss. Deswegen frage ich euch, ob der Aufwand sich lohnt oder ob ich mir einfach den Code im Internet raussuchen soll. Da frage ich euch jetzt mal, was wollt ihr denn? Ist das überhaupt toll lustig, sowas zu dechiffrieren? Oder genau, muss man da in Supermutanten-Code rumwühlen? Was bist du denn? Was für ein Busch? Da ist was im Busche. Huch. Wir können ja gleich. Es gibt ja eigentlich eine Challenge, wo man alle Orte entdecken muss, ne? Da können wir gleich mal gucken, ob wir alles bereits haben. Mehr. Das heißt aber auch, dass wir den Riss erkunden müssen. Du musst den hier vorne angreifen. Ist der hinten umgekippt? Er hat sich geopfert für seinen Freund. Der Freund war nicht schlau genug zu fliehen. Zwei Leute hier. Der helle Wahnsinn. Drei. Der dritte ist an Langeweile gestorben. Weil hier niemand jemals vorbeikam. Kann ich auch verstehen, hier gibt es nichts zu holen. Ah, vier. Oh, cool. Ich glaube, das sind die Geräusche, die die Leitung machen, weil Leitungen leiten auch Schall. Kann ich irgendjemanden wegsnipern? Einfach so. Okay, wir gucken mal. Was gibt's denn hier in unserer Welt? Welt. Haben wir denn alles schon erforsche Vault 94 zweimal? Flakpose. Schießt mit deiner Kamera in Mission 1 und 2 von Vault 94 ein Foto, auf dem zwei Leuchtende zu sehen sind. Schießt mit deiner Kamera in Mission 2 und 3 von Vault 94 ein Foto einer Honigbestie. Schießt mit deiner Kamera. Was sind das denn für Missionen, sag mal? Ach, guck mal. Da haben wir schon ein Foto gemacht. Das ist ja seltsam. Naja. Wo haben wir das? Schließe Quests in Events und Events in Ashipub. Da ist aber noch verdammt viel offen, ne? Schließe Quests und Events in Cranberry Bockup. Aber ich sehe, das sind einfach nur ganz normal eine Zahl, die man erreichen muss. Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie 76 Missionen und Events gibt, sondern einfach nur abschließen. Okay, das hat nichts damit zu tun. Verwende verschiedene Arten von Wackelpuppen. Entdecke das Camp der Aufseherin. Ja, das ist alles aber schon erledigt, hä? Das ist doch Welt, oder? Also wenn es ums Erkunden geht, denke ich an Welt. Entdecke Orte in Cranberry Bock. Ach so. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Entdecke Cranberry Lichtung. Ist das das Einzige, was noch übrig ist von Entdecken der Welt? Entdecke die Anstalt, Bocktown, Opko-Forschungszentrum, Wetoga. Cranberry Lichtung. Cranberry Bock war ja das Rote hier unten, ne? Irgendwo hier ist noch irgendwas, was wir nicht kennen. Ach, guck mal. Verborgener Sonnentauhain. Da ist auch noch irgendwas. Pylon V13. Ich kann wegen dieser scheiße Challenge hier nichts sehen. Oh. Okay, wir gehen erstmal da zum verborgenen Hain. Rissstandort. Firebase? Oh Gott. Okay, wir gehen mal hier runter.
Und von da aus nach oben. Wir gucken uns das jetzt an. Kann doch nicht sein, dass mir dieser eine Ort fehlt. Verdammt. Den will ich aber noch hinkriegen, Leute. Das ist unsere Challenge für die nächsten Tage, bevor wir dann versuchen, die Atombombe zu starten. Falls das überhaupt hinhaut. Weil meines Wissens nach war die Tür das letzte Mal zu. Es lag aber nicht daran, dass ich doof bin, sondern weil jemand die Atombombe gestartet hat. Das heißt, man muss ja eigentlich noch sogar Glück haben, dass gerade jemand eine Atombombe starten will. Und dann dauert das auch noch ewig, da durchzulaufen, und bis dahin startet ja jemand schon eine Atombombe. Und dann hängst du da und denkst dir, jo, geil. Mal gucken, wir kriegen das irgendwie hin. Es wird Zeit, dass ich mal die Mutti fertig mache. Weil Mutti hat's drauf, das weiß ich. War schon einmal dabei. Aber es war so unspektakulär, dass ich es nicht aufnehmen wollte. Weil es war im Endeffekt ich mit einer 10 mm gegen die Mutti. Ich bin ein paar Mal gestorben, hab wahrscheinlich negativen Schaden gemacht. Und die anderen haben sich dann irgendwann getötet. Und ich habe dadurch einen Level abkassiert. Cool, ne? So spannend. Na, guck mal, eine Vorrüstung. Warum musst du nicht tot sein? Ein Magazin. Unglaublich überwältigende Geschichten 13. 29 Dollar. Holy shit. Wer kauft sich denn einen Comic für 29 Dollar? Müsste ja völlig durch sein. Aber vielleicht waren das die Menschen damals auch komplett durch. Oder damals war wirklich alles noch ein bisschen teurer. So, dann nimm mal die 10 mm. Nichts, okay, noch nichts. Nichts, wäre jetzt gedacht. Ah, ich will diesen Schalldämpfer haben. Geerdeter Verschluss, okay, Leute. Drückt mir die verdammten Daumen. Justierte abgeschmiert. Ah, Mann, Schalldämpfer. Wozu mache ich bitte die Mühe? Ich wollte nur einmal den Schalldämpfer für die Waffe bekommen. Ja, gut. Unspektakulär. Geile Sache. Hast du wenigstens einen Kern? Ja, das kannst du behalten. Okay. Zumindest haben wir jetzt die Firebase. Ja. Komm, gehen wir zum Riss und dann freuen wir uns alle in Keks, dass da wieder eine Brandbestie hinter mir her ist. Ich und meine scheiß Perfektion. Ah, ich könnte mich selbst dafür verachten. Das tue ich auch. Ja, da kommt das schon. Ich schleiche mich da jetzt hin und dann... Was geht mit dir ab? Das habe ich gelesen. Es ist jetzt möglich. Scheiße. Nein. Scheiße, ich muss. Off. Oh, meine Waffe ist kaputt, ne? Oh, scheiße, das kannst du doch nicht. Oh, das kannst du doch jetzt nicht machen, Zero. Nein. Tu es einfach nicht. Es ist eine Falle. Zumindest etwas geschafft. Wir haben 7 Kerne dabei. Verdammt! Er ist noch nicht weg. Ich muss den da erstmal runterholen. Guck, guck. Event Nacht des Unfugs. Das ist neu. Aber wahrscheinlich so ein Halloween-Event, ne? Junge! Komm her. Ich weiß, es wird wahrscheinlich ewig dauern, dich zu töten. Und ich sollte vielleicht meine Power-Rüstung anziehen.
was tue ich mir schon wieder an? Oh, Heilsalbe, achso. Ja, bis ich vorbereitet bin, ist er weg. Machen wir uns nichts vor. Ich hoffe es zumindest. Ich könnte das ausnutzen. Komm her, Junge. Hier bin ich. Kommt der jetzt her? Alter. Dude, ich schieße auf dich. Komm in diese Richtung. Das gibt's doch nicht. Jetzt plötzlich seht ihr mich nicht mehr, oder was? Hm? Da, ich hab dich angeschossen. Was jetzt? Okay, er kommt. Oh, ich habe ordentlich Schaden gemacht mit ihm. Okay, so, ich habe ihn angeschossen. Wir haben hier einen geschützt. Das passt eigentlich perfekt für unseren Plan, diese Brandbestie zu erledigen. Ja, ja, mein Kern ist fast leer, ich weiß. Oh Gott! Okay. Ich hoffe, ich habe genug Zeug dabei. Okay, Mist. Mach's nicht kaputt! Nicht kaputt machen! Und jetzt leide. Ich muss nur Kern auswechseln. Moment. Er fliegt nicht weg, bitte nicht! Schießt du gerade rückwärts? Hallo? Komm zurück. Was geht denn mit dem jetzt ab? Ja, das ist auf jeden Fall die Waffe, die ich brauche. Das ist nicht dein Ernst. Du haust doch jetzt nicht einfach ab. Lässt mich den Scheiß reparieren und haut ab. Echt jetzt? Tolle Legendäre. Was ist denn das für ein Kackviech, sag mal? Ja, hier bin ich, komm. Lass uns hier kämpfen, wo es fair ist. Beim Geschütz. Ich hoffe inständig, es lohnt sich, dich zu töten. Alter, wie viel Damage kriegst du denn eigentlich? Oh, jetzt backt sie rum. Oh, sie hat wieder volles Leben, stimmt. Da war ja was. Jetzt haut sie wieder ab, ne? Ich brech ab, wenn du das tust, ey. Also nicht, dass ich abbreche dieses Projekt, sondern ich kotze dann. Okay, meine Kerne sind ziemlich leer, Leute. So habe ich nur leere Kerne dabei. Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Ah nein, ich hab wieder den Bug. Ich hab auf ewig 13 Munition. Geil. Oh, ja, mein Traum wird wahr. Ne, Achim, das ist echt toll, oder? Macht Spaß, alle 3 Sekunden nachzuladen. Wo schießt du denn hin? Achso, es ist unten. Ich sehe nichts mehr! Stimmt doch einfach! Okay, was kriege ich von dir? Oh, des Killers Metallrüstung. Wow!
Ja. Das hat sich voll gelohnt. Endlich habe ich diese Rüstung, die ich seit Ewigkeiten gesucht habe. Jetzt kann ich sie endlich benutzen. Das ist toll. Ja, ich weiß, das ist wunderschön. Ich bedanke mich bei meiner Familie, dass ihr das möglich gemacht habt. Ach, scheiße, ey. So. Wozu macht man sich die Mühe? Wozu macht man sich die Mühe? Hä? So ein verrücktes Biest fertig zu machen, wenn man im Endeffekt dafür nichts Schönes bekommt. ...75%ige Chance, 8% weniger Schaden zu machen, ist der helle Wahnsinn, ey. Ich habe auch jeden Tag 75%ige Chance, mir 8% nicht in die Hosen zu scheißen. Ist genau derselbe Scheiß. Naja. Zumindest haben wir den Rissstandort entdeckt und wir haben die legendäre Brandbestie kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, sie kann auch legendäre Gegner spawnen lassen. Die stehen kurz vorm Level ab. Cool. Ich glaube, das war irgendwie so. Ja, ich bin schon da. Moment. Bitte! Irgendwer muss mir helfen! Ja, ich muss von dir ein Foto schießen. Oh, mit einem richtig tollen Hintergrund. Überfallvorgang aus. Legen Sie alles ab, was Sie haben. Schön langsam. Das ist ein Überfall. Was bist du denn für ein Halter? Ich sollte doch ein Foto von dir schießen. Wieso hat das nicht funktioniert? Mr. Bandit. Das war, weil das kein verdammter Mr. Handy war, sondern ein Mr. Bandit. Das Spiel verarscht mich. Da stand nämlich Mr. Handy. Wir haben es alle gesehen. Und es war leider kein Mr. Handy. Es war ein Mr. Bandit. Der auch ziemlich schnell aufs Maul bekommen hat. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war eine wirklich, ja, erfolgreiche Folge. Wir haben eine legendäre Brandbestie bezwungen. Wir haben Scheiß dafür bekommen. Ist das ein Riss? Und ich bin erstaunt, was sich Bethesda immer wieder einfallen lässt für seine Community. Ist ja nicht so, als wäre eine Brandbestie alleine schon schlimm genug. Nein, jetzt gibt es legendäre, die auch noch Scheiße droppen. Geil, ne? Das ist toll. Geh zurück in meinen Käfig bis zur nächsten Folge. Wie schließe ich meinen Käfig? Also. Wenn theoretisch könnte mir doch hier nichts passieren. Fast nichts passieren. Ist das ein Skorpion? Bevor ich jetzt die Folge beende. Als Maul. Meierlöck. Okay, Stufe 91. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich lasse mich ablenken. Oh, hier ist Stuff. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.